The best way to relax after a hard day's work is to get an ice cold beer and watch Crownie's new Counter-Strike video. Cheers, everybody. Don't forget to subscribe and hit that like button. Yo, wunderschönen guten Tag, meine schönen Spritzer. Crownie ist hier am Start und ja, Mates, wir zocken heute hier eine Runde auf Duellbits. Hier mit den geilen Dice-Duells und auch mit Roulette und so weiter. Promocode ist natürlich Crownie. Würde mich freuen, wenn ihr hier zockt und Kohle übrig habt und so weiter, dann könnt ihr den eingeben. Gambling ist aber natürlich immer ab 18 und auch nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Und ja, hier gibt es auch Slots und so weiter. Aber ja, ist ja YouTube immer so ein Ding, ne? Deswegen bleiben wir hier bei Roulette und Dice Duels. So, ich würde auch sagen, wir versuchen hier immer mal mit 8 Dollar einen schönen Green Hunt einzuzimmern. Wäre natürlich ein leckeres Ding. Es gab nämlich schon lange kein Grün mehr hier unten drunter. Könnten wir doch jetzt eigentlich direkt mal treffen, so auf dem Anfang? Nee, natürlich wieder nicht. Würde ich aber schon gerne, würde auch gerne ein paar Dice-Duells machen, aber um die Uhrzeit. Oh, um die Uhrzeit, doch, gibt es ein paar. Ja, lecker, dann gehen wir doch da mal rein. Zack. Wurde aber für einen Bot so. Aber jetzt hier sind wir wieder mit 8 Dollar drauf. Viele hauen hier ihr Filet rein, so wie es aussieht. Traum. Oh, oh, nein, du Missgeburt. Ich habe gedacht, wir haben's. Ich dachte echt, wir haben's. Ich kann auch mal selber ein paar aufmachen. So ein paar Dice-Duells. Great-Duell, zack. Ich finde das Dice-Duell nämlich einfach übel krass. Ach man, wieder viel zu schnell. Ich sehe es kommen. Wir gehen hier einfach broke. So, wir machen aber jetzt auf jeden Fall nochmal ein Dice-Duell auf mit 5 Spielern. Machen hier auch 8 Dollar und hoffen, dass wir mal gegen die Bots ein bisschen gewinnen. Hier müsste echt mehr gehen. So, ich denke halt, dass die meisten hier wirklich auf der Seite irgendwie Slots zocken oder so und weniger halt solche Games. Aber das Dice-Duells finde ich eigentlich für CSGO-Games echt ganz nice. So, jetzt haben wir hier das hier. 38 Dollar wäre der Reward. Wir packen hier mal alle rein. Zack. Attacke. Dürfen hier natürlich nicht vergessen, auf grün zu gehen, weil nachher kommt's und dann bin ich tilt. So, wir gucken jetzt mal, was wir direkt am Anfang haben. Okay, können wir direkt eigentlich schon vergessen. Ich direkt Neues aufmachen. Ich hoffe auch, es läuft ein bisschen. Ne, können wir eigentlich direkt vergessen. So, ich lasse das. Ja, gut. Können wir schon wieder zumachen. Haben wir schon verloren. Wollen wir gar nicht weitermachen. Hier wieder 8 Dollar drauf. Machen wir wieder ein 8 Dollar Ding auf. Oh mein Gott, es muss jetzt halt langsam mal funktionieren, ne? Wir haben hier bei 120 Dollar angefangen und sind einfach gleich broke. Das ist halt echt nicht nice. Ja, ja, komm. 89, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt hier noch einen grünen Hit dazu. Ah, oh, natürlich wieder nicht. Natürlich wieder nicht. Wir sind dann nur noch bei 50 Dollar, aber 89 ist halt geisteskrank gut. Ja, wirklich geisteskrank gut. Vielleicht haben wir das hier in der Tasche. Man, hier unten kam so oft kein Grün mehr. Gut, dann haben wir auch, komm, jetzt einen noch. Dann haben wir wenigstens mal die 38 Dollar wieder gewonnen. Ja, okay, sehr geil. Sehr geil, wenigstens die 38 Dollar hier mal gezwiebelt. So, versuchen wir aber direkt auch nochmal. Ist es schon wieder auf, ja. Brauchen wir wieder einen Bot dazu. So. Hier wieder 8 Dollar drauf kommen. Das muss doch was werden. Wir müssen auch wenigstens mal das Grün hitten davor. Oh, 77 ist auch nicht schlecht. Ist okay. Kann man mitarbeiten, muss ich sagen. Kann man mitarbeiten. Bitte, ich will hier einfach ein bisschen Profit machen. So. Oh nein. 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 Können wir schon wieder vergessen. Können wir schon wieder rausgehen, einfach aus dem Ding. Oh, hier auch nichts. Es wird halt langsam echt übel, ne? Gehen hier langsam echt Richtung Rogue. Aber wir geben noch nicht auf. Wir geben noch nicht auf. Komm, bitte eine 9. Ja, 98, komm. Das kann doch jetzt keiner mehr bieten, Alter. Kann doch jetzt keiner mehr bieten. Ah, also grün wird es hier auf keinen Fall. Können wir schon mal vergessen. Egal, wir gehen trotzdem noch mal auf grün. Ich will auch grün mal hitten. Hier hat eine 11. Okay, dann ist echt, also 98. Wenn er das bietet mit einer 99 oder so, dann wäre natürlich absolut. Okay, kann auch schon nicht mehr gewinnen. Komm, jetzt geht's aufs Letzte. Bitte, hier die Zahl. Ah, okay, kann er. Oh, okay, sehr lecker. Sehr lecker, sehr lecker. Läuft doch einigermaßen. Aber wir müssen hier halt auch mal grün hitten. Weil wir hier die ganze Zeit bei dem Grün hauen wir die Kohle halt einfach weg, ne? Ich glaube, wir machen hier mal einen 10er. Hier machen wir aber wieder das 8-Dollar-Duell auf. Bot hinterher. Zack, Attacke. Komm, bitte direkt was Hohes. Direkt was. Oh nein. Eins ist halt nicht gut. Oh Gott, das ist absolut miserabel. Wir haben noch eine Chance. Wir könnten es noch holen, aber ich glaube nicht. Oh ja, komm. Nein. Nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, ey. Es kann doch nicht. Einmal treffen. 140 Tacken, komm. Aufgeschmeidig, lol. Und hier bitte. Zwei Stück noch unter 50 einfach. Ja, direkt schon wieder verkackt, Mann. Braucht direkt was Hohes immer auf dem Anfang. Sonst hat das keinen Wert. So. Zehner hier. Komm, komm, komm. Das sieht doch, jawoll. Sehr geil. Sehr geil. Endlich. Wir belieben uns einmal auf das Double Green. Lol, wir haben eine 3 gerollt. Wollte ich gar nicht mehr weitermachen. Tschüss. Ist hier das 5-Dollar-Ding losgegangen? Nee. Ist das Ding losgegangen? Nee. Alter, jetzt ein Double Green. Komm. Ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig.
Ist egal. Die Kohle nehmen wir mit nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Und lass ich mir jetzt auszahlen. Einmal wollte ich noch auf grün gerade. Okay, zum Glück nicht gemacht. Haut rein und bis Spider-Man. Tschüss.